Die Galerie Steiner und die Opfer von Dancer Against Cancer, Yvonne Ruef, organisierten in der faszinierenden Innenstadtgalerie eine Charity-Ausstellung für die Projekte von Dancer Against Cancer zugunsten der Krebshilfe. Dancer Against Cancer sammelt Gelder für die Projekte der österreichischen Krebshilfe. Projekte, die Leben, Hilfe, Hoffnung, aber auch Trost spenden. Für alle Betroffenen und deren Kinder, Eltern, Verwandte und auch Bekannte. Aber auch für alle, die nicht betroffen sind. Für alle, die durch Vorsorge und Prävention auf sich Acht geben wollen. Für alle, die durch Information und Aufklärung sich selbst schützen wollen. 60% aller Krebstoten könnten durch Früherkennung verhindert werden. Hilf mit! Beginn bei dir selbst. Liebe heißt Vorsorge. Der Wiener Promi-Friseur Josef Winkler ließ es sich nicht nehmen, ein Bild von der erst 13-jährigen Nachwuchskünstlerin Elektra zu erwerben. Eine Frau drauf, hier ist ein Mann und hier ist auch eine Frau. Und die Frau hat hier einen anderen Verlauf drauf. Der Mann, also der ist so, der ist gespritzt, also gemalt. Und die hat auch eine andere Form. Und die Frau, die hat zum Beispiel auf der Stirn einen Fisch drauf gemalt. Der Mann hat eine Sonne. Und die Frau hat einen Mond, das ist ja da schon, dass sie ein bisschen anders ist. Dass sie dann anders fühlt und anders was wahrnimmt. Jetzt gibst du dieses Bild, spendest du dieses und alle anderen Bilder für einen guten Zweck, ist das richtig? Für die krebskranken Kinder. Ganz, ganz toll, ein tolles Bild und wir schauen sich natürlich dann deine anderen Bilder auch noch an. Was mir natürlich noch ganz besonders wichtig für uns ist, wie alt bist du? Ich bin 13 Jahre alt. Also wir sehen eine Künstlerin der Zukunft. Unser Newcomer, unsere jüngste Künstlerin, was wir je gehabt haben. Ja, wer hat sie entdeckt? Ja, also wenn du dann später deine Memoiren schreibst, ich weiß. So, und jetzt haben wir beim Käufer da, kein Unbekannter. Was ein Abi. Der Promi-Friseur schlechthin, nicht einmal weit weg von da, gell? Du bist ja fast zu Hause. Ja, ja, zwei Häuser und da bin ich schon im Salon. Ich hätte natürlich noch viel mehr Geld ausgegeben für das Bild, wenn ich welches hätte. Und so habe ich natürlich alles gegeben, was ich habe. Es ist wahnsinnig schön, ich fühle mich sehr geehrt. Und vor allem fühle ich mich geehrt, dass es ja wirklich so war, dass ich gesagt habe, wir müssen die junge Künstlerin unterstützen. Und ich glaube, Kunst und damit was Gutes zu tun, das ist ja doppelt. Ja, gerade in Zeiten wie diesen ist es extrem wichtig, weil einfach alles leidet, ja, unter diesem Corona-Wahnsinn. Ja. Die Kunst, die Kultur, die Unterhaltung und sogar die Medizin jenseits der Corona-Wissenschaft leidet. Also haben wir genau das Richtige gemacht und es ist so wichtig wie noch nie. Absolut, dann sage ich schon recht herzlichen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, ich liebe dich. I love you. Genau. Jetzt komme ich zur Galeristin. Ja, eine, glaube ich, tolle Sache, vor allem eine wichtige Sache. Eine sehr wichtige Sache, weil jetzt durch Covid-19 gingen ja die anderen Sachen alle ein bisschen unter. Keiner hat gedacht, dass es auch krebskranke Kinder gibt oder weiß nicht, welche Krankheiten es gibt. Ja. Und da habe ich mich mit der Yvonne zusammengesprochen und habe gedacht, ja, wir machen die Charity heute bei uns und spenden für die Kinder, für ihre Aktion. Eine tolle Sache, Kunst hilft und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und ich wünsche viel Erfolg, dass möglichst viel, viel zusammenkommt. Ja, wir hoffen auch. Vielen Dank. Was es sonst noch so Neues gibt, erfahren wir von Künstlern und Dominik Steiner. Wir haben da ein, schaut aus wie ein Bild, ist aber keins, sondern es ist ein Besucherzähler der besonderen Art. Ja genau, also bei den letzten Maßnahmen der Regierung haben wir ja nur mehr 60, also 50 Leute reinlassen können. Da haben wir uns was einfallen lassen, wie man einen Überblick bewahrt, wie viele Leute raus und reingehen. Jetzt haben wir halt, also ich habe ein Bild entworfen, gemeinsam mit meinem Mann. Das ist der Innenbereich der Galerie und das ist der Außenbereich. Und immer wenn einer reingeht, wird das Kugel reingeschoben und wenn einer rausgeht, wieder raus. Und so hat man so ungefähr einen Überblick, wie viele Leute sich gerade drinnen aufhalten. Als jetzt die Maßnahmen noch einmal enger geschraubt wurden, haben wir das jetzt halt auf nur ein Stabal mit 10 Kugeln sozusagen reduziert und haben das halt gleichzeitig dazu benutzt, auch eine Ausstellung anzukündigen. Faszinierend und wir hoffen, dass da bald wieder viele Stabeln drauf. Ja, das hoffen wir auch. Dankeschön. Jetzt haben wir oben diese wunderbaren Besucherzähler gesehen, jetzt wollen wir natürlich auch ein bisschen was über die Kunst wissen. Wir stehen da vor, ja, wie nennt sich diese Bilder, diese Figuren? Das ist meine Bauho-Serie und das ist eine griechische Göttin.
Da habe ich vor Jahren einmal in einem Buch von der Clarissa Pinkola SD, das ist eine Psychologin, die hat die Psyche der Frau anhand von Mythen und Märchen aufgearbeitet, eine Stelle gelesen, wo es um die Baubo geht. Und zwar, wenn ich das kurz erzählen darf, die Demeter, die griechische Göttin der Fruchtbarkeit und des Wachstums, die hatte eine Tochter, die Persephone. Und die Persephone ist vom Unterweltgott, vom Hades, geraubt worden. Jetzt war die Demeter todtraurig und hat in ihrer Verzweiflung alles Land ersterben lassen. Die Bäume haben keine Früchte mehr getragen, die Frauen sind nicht mehr schwanger geworden. Die Baubo hat eine Zeit lang zugeschaut und dann hat sie sich gedacht, so, jetzt ist genug, jetzt werde ich der guten Demeter einmal erscheinen. Und die Baubo besteht nur aus Rumpf. Das heißt, sie sieht mit den Brüsten und spricht mit der Momo. Dann ist ihr erschienen, ein bisschen mit den Hüften wackeln hat noch nicht gereicht, dann hat sie ein paar saftige Witze erzählt und so hat sie der Demeter ein Lachen entrissen, das dann im Endeffekt sogar den Hades dazu bewegt hat, die Persephone aus der Unterwelt wieder zu entlassen. Also das ist die Göttin, nicht nur eine Fruchtbarkeitsgöttin, sondern auch eine Göttin, die sozusagen mit allem spielt, was von der Frau ausgeht, was Gefühle auslösen kann und die Frauenpower sozusagen, die Wurzelkraft, das ist das, was sie repräsentiert. Und hier ist halt meine Form, wie ich sie mir vorgestellt habe. Hier erzählt die sozusagen der Geschichten. Frauenpower aus der Antike. Und man kann natürlich die in kleinen Bildern auch erstellen. Wie bitte? Man kann ja diese Kunst auch in kleinen Bildern erstellen. Ja, also es gibt hier so die einzelnen, in mehreren Stellen gibt es hier sozusagen einzelne Aspekte der Baubo. Also hier zum Beispiel das Teuflische oder so, hier eine, die sich ein kleines Bärtchen wachsen gelassen hat. Oder da gibt es verschiedenste Varianten halt von Frauentypen auch ein bisschen, also die das repräsentieren sollen. Das heißt, von dem, man sich inspiriert fühlt, das kauft man. Das bleibt dann den Betrachter überlassen. Das ist eine. Ja, ich wollte auch einen männlichen Bart dazu nehmen und der, also da kann einem schon mal die Kinnlade runterklappen bei so vielen griechischen Göttern rundherum. Deswegen habe ich dieses ausgewählt, das nennt sich Jöschau. Und habe ich recht passend gefunden als Gegenpart. Wunderbar, ja. Dann sage ich schon Danke. Herzlichen Dank. Ich habe eine Künstlerin vor mir stehen, die für diese wunderbaren Bilder zeichnet eigentlich nicht, malt eigentlich. Das sind Acrylbilder auf Leinwand und das sind eigentlich die Tiroler Berge. Und da wird, wie ich sehe, sehr viel mit Gold und Silber gearbeitet. Ja, das ist Gold und Silber Metal Leaf und es ist einfach so, dass du, wenn du von Wien kommst oder von mir, wie ich von L.A. gekommen bin nach Tirol, da siehst du die schwarzen Wälder und dahinter glitzert irgendein weißer Berg. Und um diesen weißen Berg zu dramatisieren, habe ich eben Gold oder Silber Metal Leaf verwendet. Ist das eigentlich eine komplizierte Technik? Oder? Es ist eigentlich relativ einfach. Also es ist jetzt nicht die herkömmliche, traditionelle Goldarbeit, aber es ist relativ einfach. Und die Bilder beschäftigen sich fast ausschließlich mit Natur oder gibt es auch andere Bilder? Naja, ich habe hier die Bergbilder, das sind die Berge Tirols, die du halt siehst, wenn du von außen kommst und plötzlich die Sonne drauf scheint. Und das sind meine Aktbilder. Das sind Akte, die ich gemalt habe und das sind eigentlich, bin ich das immer selbst. Und was macht man lieber, die Aktmalerei oder die Landschaftsmalerei? Es ist eigentlich gleichwertig. Die Aktmalerei, das sind eigentlich immer so Launen von einem Künstler. Manchmal denkt man sich, ich muss mich selbst darstellen und ich muss jetzt die Aktmalerei machen. Und dann denkt man sich, ich sehe jetzt die Berge zum ersten Mal in einem anderen Licht und dann habe ich eine Serie von Bergen. Also es ist eigentlich gleichwertig. Wunderbar. Und das ist, wie gesagt, eine Stimmungssache halt, was man gerade malt. Bitte? Ist dann eine Stimmungssache eigentlich, ne? Eigentlich schon, ja. Es ist eine momentane Situation, die man irgendwie auf das Bild malt. Wer einen Blick auf die wunderbaren Bergwelt haben will, braucht sich nur die Bilder anschauen, noch besser kaufen. Noch besser kaufen oder nach Tirol fahren und selbst schauen, dass das wirklich so ist. Ja. Dann sage ich schon. Aber da hinten habe ich noch mehr Akte. Ah, na dann schauen wir noch weiter.
Wir haben hier noch eine Menge an Aktbildern. Was mir aufgefallen ist, diese Aktbilder haben relativ große Augen. Hat das eine besondere Bedeutung? Ja, das hat schon eine Bedeutung. Das heißt, das bin ich, weil ich immer Komplimente bekommen habe für meine großen Augen. Und das ist ein Merkmal von mir. Und die roten Lippen, das ist auch etwas, was ich gerne habe. Und ja, und den großen Busen. Genau, das wollte ich jetzt nicht ansprechen. Und da hinten haben wir auch ein besonderes. Aber es sind ja Aktbilder. Also es ist eigentlich gerechtfertigt, dass man den Körper auch zeigt. Ja, man braucht seine Genieren für seinen Körper. Nein. Und da haben wir eine Venus. Venus von Willendorf habe ich die betitelt. Ja, das ist auch so ein Stimmungsbild, was du einfach so ad hoc einfach malst. Also es sind alles spontane Bilder, die sind nicht geplant und das sind auch nicht wirkliche Selbstporträts, sondern die zeigen einfach eine momentane Stimmung, in der man ist. Man fühlt sich manchmal einsam, manchmal verführerisch, manchmal also alle diese Stimmungsmomente, die sind irgendwo, oder zum Beispiel hier ist es timid, also timid ist ein englischer Ausdruck, ja, timid. Mhm. Also es sind immer so Stimmungen. Kann man sagen, eine Momentaufnahme mit Acryl? Ja, eine Momentaufnahme in Acryl. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank. Danke, ich bedanke. Übrigens die Frau vom Wirtschaftsdelegierten von São Paulo, ja, die waren im Sommer auf Besuch, weil er kommt aus Oberösterreich und da war sie auch mit ihm aus Oberösterreich. Da waren sie circa ein, zwei Monate wegen der Quarantäne, damit sich das auszahlt und da hat sie dieses Bild gemalt und noch ein Bild und extra für Wien. Und damit haben wir trotzdem einen bisschen internationalen Flair her. Und ja, ich glaube, man spielt auch ein bisschen die Farben und das Positive, dass das von wo weit herkommt. Das ist schon eine ganz andere Stimmung. Hier ist jetzt zwar hier gemalt, aber die Idee und das Temperament natürlich von einem Latino ist etwas ganz anderes als von einem lokalen Künstler. Ne? Lässt so ein bisschen auch Urwaldstimmung aufkommen, so Regenwaldstimmung. Ja, natürlich. Ja. Wobei São Paulo ist natürlich eine Wirtschaftsmetropole, ne? Von Brasilien. Das ist natürlich eine gewisse Drive und Dynamik. Und ja, und auch für die Künstler ist es wichtig, dass sie auch in der Krise international tätig sind. Ne? So wie für uns ist es auch für die Künstler wichtig. Ne? Weil der Markt bleibt ja nicht stehen. Ne? Also das Leben geht ja trotzdem weiter und Transporte finden ja zum Glück statt und Reisen halt mit Beschränkungen, aber ja. Also ja, wir haben gehört, dieses Bild wurde von einem Österreicher in Barcelona gemalt. Genau. Da hat ihm der Lockdown eingeholt. Genau, richtig. Allerdings war das schon am Ende des Lockdowns. Also es war schon ca. Mai, Juni, wo er das begonnen hat zu malen. Ich meine, die Idee natürlich war schon viel vorher, weil wir haben das Projekt schon ca. ein Jahr vorher gestartet. Also ziemlich genau letztes Jahr im Herbst und da hat er halt gedacht, okay, wie soll ich jetzt am besten die Stimmung aufnehmen ins Bild, ja, natürlich. Und da war zum Glück schon der Zeitpunkt, dass schon die ersten Lockerungen wieder stattgefunden haben und da hat er eben sehr viel positive Energie da reingesteckt und das meiste hat er auch gespachtelt, also nicht mit dem Pinsel gemalt, sondern mit der Spachtel, ja, und vor allem diese ganzen rechteckigen Formen, die hat er eben zugetaped und dann eben mit der Spachtel übermalt, ja, und 80% Acrylbasis, der Rest teilweise mit Ölstift, zum Beispiel hier auf der Seite. Ist noch ein bisschen feucht drauf, also hat noch ein bisschen lebendige Wirkung. Ja. Aber wir sind natürlich sehr froh, dass das noch so stattgefunden hat, wie wir wollten. Ja, weil sonst wäre es eigentlich schrecklich gewesen, ein Bild im Lockdown zu malen, wo man plant für die Ausstellung, wo der Lockdown dann wieder ist. Ja, weil sonst hätte er keine Möglichkeit gehabt, das jetzt zu zeigen. Ja. Und dann vielleicht nächstes Jahr hätte er wieder eine ganz andere Stimmung oder Idee gehabt. Ne? Das also so lange zu warten, ist natürlich auch nicht sinnvoll. Ne? Also sind wir sehr froh, dass es so möglich war bis jetzt und jetzt schauen wir mal, was der Winter bringt. Aber der Trend geht natürlich mehr in kleinere Gruppen, ne, muss man sagen. Also diese großen Veranstaltungen, Steh-Events mit Come and Go und Bussi-Bussi, Trinken und so weiter, das wird es leider jetzt nicht geben, da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen. Aber Künstler bleiben zum Glück weiterhin aktiv, sie malen fleißig. Ja. Also ich denke, dass sich das dann auch nächstes Jahr positiv auswirken wird. Also dass wir dann nächstes Jahr einen Schub haben an ganz vielen guten Künstlern, die sich da gegenseitig matchen werden. Und ja, also ich denke, da ist eines der ältesten Gewerbe der Welt, ist, wird man das nicht so leicht unterbringen können und der Bedarf ist ja da. Man sieht ja, die Künstler wollen malen, die Kunden interessieren sich und man muss halt nur anders vermitteln und überbringen. Und, ja.
Wenn man sich die Bilder anschaut, Kunst gibt Hoffnung und in Zeiten wie diesen ist ja Hoffnung ganz ein wichtiger Faktor. Hoffnung und auch Ablenkung ein bisschen, also ein bisschen eine eigene Welt zu denken und zu schaffen. Ja. Und ein bisschen natürlich auch von der Realität ein bisschen abzudriften. Und natürlich ist es ja auch wirtschaftlich gesehen nicht uninteressant natürlich, ja. Auch in der heutigen Zeit, also ein materielles Gut natürlich verliert nicht am Wert, ja. Im besten Fall bleibt es, aber die Tendenz steigt es eher. Und ich denke gerade hier bei der Lockdown-Serie, da wird man immer sich erinnern. Ja. Ja, also auch in 10, 20 Jahren, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen noch negativ assoziiert ist, in 10, 20, 30 Jahren, dann wenn vielleicht der Vater dem Kind das Bild schenkt, wird er ihm das erzählen. Und ist quasi so, als wenn jetzt unsere Großeltern über unseren Weltkrieg, ihren Weltkrieg erzählen, ist das jetzt so, als wenn die nächste Generation dann über den Lockdown informiert wird. Also es hat sicherlich eine Geschichte, die was nachhaltig relevant sein wird. Ne? Also, Das positive Kunst ist nicht nur schön zum Anschauen, sondern es ist auch eine Wertanlage. Wertanlage und auf jeden Fall immer langfristig zu sehen. Ne? Das ist eigentlich das Wichtigste, was man sagen kann. Es ist immer. Und die Bilder halten auch ewig. Ne? Das ist ein One-Time-Investment, das heißt, man kauft sich einmal ein Gemälde und das hält dann auch für immer. Also die Farben natürlich halten über 100 Jahre alt und kann man nichts falsch machen, sozusagen. Ne? Es ist natürlich jedes Stück ein Einzelstück und für das eine gewisse Persönlichkeit auch. Ne? Also man kauft ja auch die Seele des Künstlers mit. Ja? Und das ist ja auch, was es so spannend macht, mit lebendigen Künstlern zu arbeiten. Ja? Also die Marge ist natürlich viel kleiner als mit toten Künstlern im Museum oder in Aktionen zu arbeiten, aber man wächst mit den Künstlern mit oder man leidet auch mit den Künstlern mit. Also diese Interaktion ist da ganz wichtig und das macht es einfach so spannend. Ne? Und wie gesagt, sowohl in guten als auch schlechten Zeiten. Ne? Das ist einfach das Leben. Ne? Das sind zwei interessante Werke, die stammen von einer slowakischen Künstler aus Bratislava, die Autodidakt ist, ja, und malt es seit einigen Jahren erst. Zum Beispiel sie habe ich erst online entdeckt auf Instagram vor einigen Monaten durch Empfehlung einer Freundin. Ja, und die Freundin wurde dann noch zum Kunden. Also da ist die Taktik voll aufgegangen und die Künstlerin ist auch jetzt in dieser schwierigen Zeit dadurch natürlich sehr, schätzt das umso mehr natürlich. Ne. Aber es gibt natürlich zum Glück nicht nur Verlierer in der Zeit, sondern auch Gewinner. Ja. Und die Kundinnen zum Beispiel, die handeln mit Gold. Ja. Und bei der läuft das Geschäft, floriert das natürlich jetzt. Und die kann sich dementsprechend auch diesen kleinen Luxus einmal, sage ich, leisten. Und tut damit sich was Gutes, der Künstlerin und uns auch. Und vor allem auch wichtig, dass man, also eine junge Kundin, eine junge Künstlerin und einen jungen Galerist, dass das so gut funktioniert, dass die Chemie hier passt. Und das ist natürlich auch unsere Motivation für die nächsten Monate, dass die Leute in der Krise viele schöne Dinge erschaffen, ja, die was uns ein bisschen im Alltag das Leben erleichtern. Und ich denke auch, dass der Trend, dass die Leute nicht so viel reisen können, ja, denke ich auch, dass der Trend in die Richtung geht, dass die Personen, die was das Geld eben zur Verfügung haben, aber nicht wissen, wie sie es ausgeben sollen, auch mehr in Dekoration, einfach ins Zuhause investiert, sagen wir mal so, ne, weil man sich mehr zu Hause aufhält, die Wohnungen werden tendenziell eher größer. Das heißt, man schaut eher auf seine Wohnung halt. Also bevor man lieber jetzt also nicht auf Urlaub fliegen kann, ja, investiert man das Geld lieber in ein Gemälde und das hält, denke ich, auch länger als jede Erinnerung von einem Urlaub. Ne? Also man kann sich den Urlaub in so einer Form dann auch in die genau, Wohnung. Also das hat auf jeden Fall ein bisschen afrikanischen Flair in sich, absolut. Und also ein wunderschönes Bild, auch auf Acrylbasis mit ein bisschen Blattgold kombiniert. Und auch zum sehr moderaten Preis, also wir haben hier 150 mal 130 und das unter 3000 Euro beim Original, also macht durchaus Sinn, auch lebendige Künstler zu unterstützen, weil die Toten brauchen es, glaube ich, eh nicht mehr. Ne? Würde ich auch mal so sehen. Und vor allem, man kann einen lebenden Künstler noch fragen, was er sich dabei gedacht hat. Bei einem toten Künstler kann man nicht mehr reininterpretieren. Man kann fragen, was er sich gedacht hat, man kann ihm Feedback geben, man kann ihm Kritik geben, man kann sich ein Bild bestellen, also ein Commission-Bild, also auf Order. Also da gibt es Luft nach oben und man kann mit dem Künstler eben sich absprechen und Bedürfnisse eingehen. Ne? Und ja, jedes Bild hat seine Geschichte.